Hallo und herzlich willkommen hier bei PQ88 zu einem weiteren besten Gäste als ein Stream und heute, mit etwas Verspätung, die zweite Folge von The Legend of Zelda, The Minish Cap. Und damit Verspätung heute auch nicht so lange. Wir sind ja jetzt hier tatsächlich wieder noch ganz kurz vorm Dungeon. Und ja, da werden wir uns jetzt reinbegeben. Und ich darf jetzt bloß um Himmels Willen die Fee nicht vergessen. Höhle der Flammen. Um Himmels Willen die Fee nicht vergessen. Okay, ja, gib Buch. Okay, wir gehen einfach mal nach rechts. Mal schauen. Oh, Bomb-Oms. Schön. Dabei. Bitchy, wow. Hallöchen, Sir Nebo. Wir brauchen Bomb. Das war schön. Vielleicht reicht's ja. Natürlich. Euch weiß ich, wie ich begegnen muss. Euch muss ich erstmal mit dem Schild umknallen. Ja. Gegen den Stachelpanzer und Nitzerspe. Das habe ich doch gerade gemacht, du Vollidiot. Meine Güte. Bomberman. Ja. Kompass erhalten. Wow, das hat nicht lange gedauert, ey. Da ist der Kompass schon da. Weg mit dir! Jetzt hat mir mein Schild geklaut, das wäre nicht so schön gewesen. Wie ist dein wertes Befinden, Herr Nebo? Glück spürt man da was. Leiste gebrochen zum Spiel. Wie schaffst du sowas ständig? Gut, ständig ist es ein bisschen übertrieben, aber wie schaffst du sowas immer? Immer ist ja noch schlimmer als ständig eigentlich. Wie schaffst du das? Gut, hier kommen wir ohne den Wagen nicht vorbei. Hier allerdings schon. Leistenbruch kann eine Krankheit sein. Hier komme ich aber nicht durch. Nee. Okay, da muss ich da doch rein. Ja, Hallöchen Kitty! Ich dachte, mein Doc verarscht mich. Und du hast eine Leistenbruchkrankheit oder wie soll ich das jetzt verstehen? Damit haben sich die Menschen wieder voll. Ja, das ist mir schon klar. Du musst mir nicht erklären, wie eine Mine funktioniert. Danke. Heilige Scheiße. Was war das denn? Das da eben? Kind, was guckst du so zufrieden?
Menschenfahrzeuge sind einfach nichts für mich, da laufe ich lieber selbst. Okay. Anscheinend nicht gemerkt. Daher keine Ahnung, wie das passiert ist. Okay. Ja, danke, Kitty, mir geht's gut. Und dir? Okay, wir müssen mal anscheinend auch klein werden, wenn ich das so sehe. Ah, man kann die auch stilllegen. Ach, das ist auch gut zu wissen. Wenn man öfters draufhaut, dann bleiben sie stehen. Könnte man sie prinzipiell auch benutzen hier. Das ist mir zu gefährlich. Mir geht es ganz gut. Ich glaube, damit weiterhin Sport. Null Behinderung. Ja, aber tut das nicht weh? Gott, ich muss hier in jedem Raum muss ich meine Waffe wechseln. Das ist ja schlimm. Au. Alter. Ei. Na sowas, hier ist ein Portal verborgen. Ach, wenn du dich schrumpfen lassen sollst, stehe ich drauf und drücke R. Ja, ja, schon gut. Hab's verstanden. Okay. Null Schmerzen, das wird wohl nur dann die Hölle, wenn sich der Darm darin verknotet. Okay. Achso, da komme ich mal nicht weiter, da muss ich klein machen. Oh, ein Herzteil, cool. Kann ich aber aus kleiner Link nicht aufheben. Hahaha, ha, ha. Wie lustig. Okay. Am 30.06. OP-Besprechung. Natürlich lässt sich das anders nicht behandeln. Ah, okay. Dungeon-Karte! Oh Gott! Ein Glücksfragment! Oha, das sieht heiß aus. Wenn wir da reinfallen, ist es vorbei. Ach, was du nicht sagst. Kann ich die dann schieben? Ach nee, ich kann die sogar werfen. Großer grüner Rubin, 50 Grüne Rubin. Wahnsinn! Naja, okay. Eventuell noch einen. Nein! Au. Nein, doch nicht so.
Kann ich den auch nicht werfen? Oh, komm schon. Das bringt mir aber nichts. Okay. Wenn ich jetzt da mit dem da drüber fliege. Geht das? Nein. Ich werde als Terminator wiederkommen. Oder als ein Huch. Achso, da ist ja noch einer. Ah, okay. Jetzt verstehe ich. Mann, ich versuche ständig mit... Okay, mit... Der leckt die Dings... Aber was muss ich denn... Was ist jetzt denn mein Ziel? Hier bin ich ja nicht weitergekommen. Okay, hier kann ich mich nur klein machen und da reingehen. Schlüssel habe ich auch keinen gefunden. Irgendwo muss was sein, was ich vergessen oder was ich nicht gesehen habe. Ja, die Truhe, konnte ich ja nicht aufmachen, weil die war ja erhöht. Das ist irgendwie. Au. Hier war ja auch nichts mehr. Was denn mit... Oh, okay, das geht gerade. Die einzige Truhe, die hier noch ist, ist die da oben. Aber wie würde ich denn zu der hinkommen? Die steht halt auf diesem Ding da drauf. Wie kriegen wir die da runter? Ah! Nein, ich hab's schon kapiert, wie. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Samstag habe ich das Auge für Zelda-Spiele. Wobei sie sich immer wieder was Neues einfallen lassen.
Oder eben halt so. Oder eben halt so. Ich will aber zu dem Herzteil. Oh. Ich wollte nicht zurückfahren. Das macht so viel Spaß. Brauche ich wieder mein Schild. Ey. Ja. Dann werde ich wohl dort zusammen müssen. Und da ist das Herzteil. Yeah! Zwei habe ich, bleiben nur noch zwei. Okay. Oh, Zwischenboss. Mehr oder weniger inzwischen was. Wirbelstab erhalten. Er dreht Dinge um und verwandelt Löcher in Sprungbretter. Löcher in Sprungbretter, also. Lass mich raten, das ist hier auch schon. Ah ja. Okay. Hey Knirps, mit deinem Wirbelstab können wir uns gleich in die Höhe katapultieren. Man müsste nur die Energie, die aus der Spitze kommt, irgendwie einfangen können. Irgendwo ein. Geht wahrscheinlich wieder zum Anfang, oder ja. Okay. Okay. Und wieder ein kleiner Schlüssel. War das ein Tor für einen kleinen Schlüssel? Ich bin mir nicht sicher. Ah, passt. Alles gut. So. Okay. Ah ja. Oh, ich verstehe. Was ist das? Au. Das passiert hier nichts. Also jetzt ist das passiert. Die sind doch klein. Oh, okay. Das macht anscheinend keinen Unterschied. Au.
Nein! Du musst hier bleiben. Auch nicht hier. Danke. Glücksfragmente erhalten. Ich würde gerne mal die Glücksfragmente irgendwie einsetzen. Die Mucke. Ja. Noch ein Glücksfragment. Zu viele davon. Ich muss sie irgendwann mal eintauschen. Ach du Scheiße. Okay, oh. Wie ist der denn? Ah, das ist wieder der zweite Checkpoint. Okay. Denke, ich würde erstmal gerne nach unten. Ich denke allerdings, dass es gescheit ist, wenn ich das nochmal von hier aus mache. Wenn er dann nach unten fährt. Nur um sicher zu gehen, dass ich genug Zeit habe. Oh. Oh, nein, Scheiße. Das wird ja ganz spaßig hier. Nein! Ah, okay. Gut. Nein! Nein! Was machst du? Warum? Ah, nein! Ah. Fuck you! Aber jetzt sind immerhin schon fast alle umgedreht. Toll. Ah. Ja, toll. ja. Aber warte mal, wir können... Was ist da drüben gleich nochmal? Gehen wir erstmal, bleiben wir erstmal hier und schauen mal, was hier ist. Habe ich mir jetzt besser vorgestellt. Geh weg! Verpiss dich, Fledermäuschen.
5 kriegen. Ah. Da geht's aber nicht hoch. Ah, jetzt hat. Okay. Oh, jetzt geht's los. Holen wir uns erst mal die Truhe. Ein großer blauer Rubin. Wo muss ich hin? Oh. Okay. Das auch wieder, was da drin ist. Ein Glücksfragment. Zu viele davon, zu viele davon. Und auf zur großen Truhe. Der große Schlüssel. Eröffne große Schlösser. Ja, dafür ist er da. Damit können wir schon zum Boss. Oh, wir müssen uns nach unten fallen lassen. Ich bin nach Hause. Hier noch gerade nicht, was ich machen muss. Ah. Okay, ich muss das da hinten einfach erwischen. Ach so, ich kann dann zu ihm herauf. Ah. Okay, ich verstehe. Nein. Ach, komm schon. Au. Au! Okay. Hab das hier verstanden. Hä? Er wird größer. Das ist unfair. Okay. Oh. Ja, was machst du denn? Link! Thank you.
Bam. Flammenelement erhalten. Das Flammenelement enthält die Kraft, Licht und Wärme zu spenden. Herzcontainer erhalten. Woo. Dankeschön, Kitty. Meine Güte, war das heiß. Ich fand schon mein alter Wert, dass der fängt Feuer. Gehen wir nur zurück zum Melter. Du hast gar keinen Arsch, du Vollidiot. Also ich glaub's zumindest nicht. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall... Jetzt müssen wir auf jeden Fall zur Fee. Ganz richtig. Dings denn gleich nochmal zur Fee. Auch hier komme ich nicht weiter mit dem Stab. Wie war es denn nochmal mit der Fee? Abkürzung zum Fuß des Berges. Da war der. Sieht hier aber auch noch eine Bombe aus. Irgendwie. Da glaube ich bin's. Nee, da war die Fee. Also nicht die Fee. Da war's dann, glaube ich, oder? Ja, genau. Hier. Willkommen am Brunnen der Abenteurer. Hast du diese goldene Bombe hineingeworfen oder diese silberne Bombe? Die goldene, die silberne wieder. Die war doch silbern, die war nicht golden, oder? Oder gar nichts davon? Also ich weiß, dass man da die richtige Antwort geben muss, sonst kriegt man nichts, aber... Dafür muss ich jetzt beim anschließend erscheinen sie und fragt, ob Gold zu überbauen. Nur eine ehrliche Antwort der Fülle und da sollte er die Bombe wählen. Ja, aber wir haben doch. Die war doch. Also Gold war sie nicht? Silber? Ja, sie war weder Gold noch Silber eigentlich. Du bist sehr ehrlich, deshalb werde ich dir helfen. Große Bombentasche halten, jetzt kannst du mehr Bomben tragen. Woo! Mögest du erfolgreich sein. Ja, jetzt können wir 30 Bomben holen. Sehr schön. So, wie ging es jetzt gleich nochmal zu den Meinisch? Wie kam man jetzt nochmal gleich zu dem... zu den Meinisch-Idiot-Dingern? Alles noch am Fuße? Gott, ich bin so verplant. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Bongo war ein Achtungsstein. Aber wir kamen ja quasi direkt von den Meinisch doch hin, oder?
Ich weiß es nicht mehr. Gehen wir nochmal die Verband hoch. Kann man das jetzt vielleicht mit dem Stab verändern? Das ist doch so nicht veränderbar. Das war der... Ah ja, genau. Ja, okay. Nee, dann müssten wir, glaube ich, nochmal hoch und darüber. Wo waren die meine verdammt nochmal? Waren die hier? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube schon. Habe ich jetzt wieder falsch gemacht. War denn das jetzt gleich nochmal? Ich glaube, ich muss dann hier noch irgendwie. Das geht doch gar nicht. Ah, jetzt kriege ich schon das nicht mehr hin. Das ist ja schon traurig genug. Wie war denn das gleich nochmal? Ah ja. So was, genau. Nein, oh. Ich nehme jetzt wirklich den richtigen Weg und mach hier nicht Mann. Ist der Weg für den Meinisch? Bin mir echt nicht sicher. Doch, ist er schon. Okay.
Aber ich hätte auch einen besseren Weg nehmen können, sehe ich gerade. Egal. Wenn ich nicht zu der B gegangen wäre. Aber egal. Oh, du warst schneller als ich dachte. Hier ist doch alles perfekt gelaufen. Schau es dir an, das ist das neue weiße Schwert. Weißes Schwert erhalten, ein schönes Schwert mit weißem Glanz. Das Schwert des Alberich brauchst du nicht mehr. Mit der Kraft der Elemente wird aus diesem Schwert das heilige Schwert. Der Älteste im Wald sagte, die Kraft der Elemente sei nur an einem Ort auf das Schwert übertragbar. An der heiligen Stätte. Sie befindet sich zwischen der Welt der Mainische und der Menschen. Der Eingang soll in Schloss Hyrule sein und sich nur alle 100 Jahre öffnen. Mit dem heiligen Schwert, das die Kraft der vier Elemente in sich trägt, kann man den Fluch gewiss brechen. Zum Schloss gelangst du am schnellsten, wenn du dich durch die Tür, die zur Mine führt, gehst. Du schaffst das. Die zur Mine führt? Wir können uns leider immer noch nicht teleportieren. Also, wir müssen wieder ins Schloss heilen. Aber hier können wir uns eine Abkürzung schaffen. Jawohl. Sehr schön. Schloss Hyrule. Yeah. Auf zu Schloss Hyrule. Oh, aua. Hier in diesem Aufzug unangenehm auffallen? Ist dein Ernst? Vielleicht hat der König ja eine Ahnung. Ah, Link, schön dich zu sehen. Und ist das heilige Schwert fertig? Wie die heilige Stätte? Aha, ich weiß von keinem solchen Ort im Schloss, aber... Warum denkt er an Münzen? Die heilige Stätte. Meine Großmutter erzählte früher von einem Tor im Schlosshof. Wenn es einmal alle 100 Jahre offen ist, ist es vielleicht jetzt der Fall. Wenn nur Kinder dieses Tor sehen können, ist es mir wohl entgangen. Im Schloss? Am Schloss? Also draußen. Okay. Wir suchen gerade Fahrzeuggutritten für Schlosspersonal. Ja, toll. Ihr helft mir aber auch wahnsinnig toll.
würde sich Barty noch irgendwo hier verstecken. Okay, über den normalen Weg komme ich hier nicht hin. Toll, super. Ah, Link, ist das nicht das Tor zur heiligen Stätte? Ach so. Offenbar können nur du und ich diesen Ort sehen. Los hinein! Dies muss die heilige Stätte sein. Hier kann man die Kraft der Elemente auf das Schwert übertragen. Dort in der Mitte ist ein Podest für das Schwert. Was du nicht sagst. Das Schwert hat nun die Kraft des Erd- und des Flammelements. So. Lade das Schwert dort auf, wo der Boden leuchtet. Steht da. Es geht wohl um diese leuchtenden Tafeln. Wenn du dort das Schwert lang genug auflädst, geschieht vielleicht etwas. Link, probier's aus. Ich sehe gar nichts. Hä? Oder Hey Link, du bist zu weit abgelaufen. Stell dich auf die leuchtende Tafel und lade das Schwert auf. Was? Es passiert dabei nichts. Lade das Schwert dort auf, wo der Boden leuchtet, steht da. Es geht wohl. Wenn du dort das Schwert lang genug auflädst, zwischen. Ich hab doch. Was soll ich denn noch tun? Ach so. Oh, dein Körper hat sich verdoppelt. Das ist die Kraft der weißen Schwertes. Das bedeutet, auf diesen Tafeln kannst du dich vervielfachen. Ach so, jetzt kapiere ich. Hätte man auch besser lösen können. Ah. Okay, ich verstehe. Aber wohin jetzt? Fragen wir am besten nochmal Schiffe. Hey. Wer hätte das gedacht? Das Tor zur heiligen Stätte ist mitten im Schlosshof. Für die anderen sieht es einfach nur aus wie eine Wand. Noch zwei Elemente und das heilige Schwert kann erschaffen werden. Ich zähle auf dich, Link. Jetzt fehlen noch zwei Elemente. Der meinische Älteste im Wald hat auf der Karte eingezeichnet, wo sie sind. Sollen wir nochmal nachschauen? Wenn ich recht erinnere, müsste eins hinter den geheimen Welt von Tabanta im Westen sein. Im Westen. Okay.
würde gerne meine Glücksfragmente jetzt mal eintauschen. Diese Typen müssen doch auch irgendwo sein. Oh. Na sowas, welch unverhofftes Treffen. Wenn das nicht mein ach so ehrenwerter ehemaliger Meister ist. Kann es sein, du, Vati? Immer noch in dieser jämmerlichen Gestalt? Mein Fluch ist stark, was? Jedenfalls ist er immer noch wirksam. Keine Kraft wird dich von ihm befreien. Du scheinst dich nicht geändert zu haben. Doch die Mütze schuf ich nicht für deine niederträchtigen Machenschaften. Eine Mütze, die die Wünsche desjenigen erfüllt, der sie trägt. Wunderbar. Dank dir bin ich jetzt einzigartig auf der Welt. Der größte Hexenmeister überhaupt. Jetzt fehlt mir nur noch das Force. Das habe ich dir alles dir zu verdanken. Hier ist mein Geschenk an dich. Warte, so warte doch, Vati. Alter. Aua. Ah. Was führt Vati nur dieses Mal wieder im Schilde? Link, es ist wohl an der Zeit, dir alles zu erzählen. Vati und ich, wir sind beide vom Volk der Meinisch. Ich bin in Tiloria als Weiser bekannt und Vati war mein Schüler. Der Bursche war schon immer von der bösen Seite der Menschen fasziniert. Eines Tages nahm er die Mütze, die Wünsche erfüllen kann, an sich und setzte sie einfach auf. Vati, was machst du da? Ah, welch schwarze Seele du doch hast. Ich bin nur ein Hexenmeister. Meine Macht ist beispiellos. Was hast du nur vor? Alle 100 Jahre öffnet sich das Tor. Dieses Jahr ist es soweit. Ich werde das Force erlangen und vollkommen werden. Niemand kann mich aufhalten. Nein! Na, was sagst du dazu, der Fluch des Hexenmeisters? Dagegen kann auch der ehrenwerte Esselo nichts ausrichten. Ich möchte mich nun verabschieden. Du kennst doch die Legende der Meinisch, nicht wahr? Die Meinisch übergaben einst den Menschen das Licht und das Schwert. Das Schwert der Meinisch und das Force. Force ist grenzenlos, Zauberkraft. Vati darf sie nicht erlangen. Ich kam in die Welt der Menschen, um Vati aufzuhalten. So trafen wir uns im Wald. Ich werde wohl mit dem Fluch leben müssen. Doch Prinzessin Zelda kann gerettet werden. Mit dem heiligen Schwert. Es ist meine Schuld, dass es überhaupt so weit kommen konnte. Deshalb werde ich dir helfen und alles tun, was in meiner Macht steht. Gut, Link. Genug gesprochen. Lass uns das nächste Element suchen. Ich hätte das hier gerne. Herzlich willkommen in der Bäckerei Krümgrün. Ein fortischer Konzessiv legt das ein Glücksbringer da. Na warte mal, vielleicht gibt es was Wichtigeres. Ich bin mal weg. Oh. Oh, der Bumerang. Wie viel kostet der? Ein Bumerang macht 300 Rubine. Hab ich leider gerade noch nicht. Mein Gott, du hast eine Bucherpreise, ey Junge. 300 Rubine. So, westlich. Ah ja. Hm.
So. Da kann ich dann jetzt überjumpen, oder? Ja. Nee, geht nicht. Okay, das haut nicht hin. Okay. Vielleicht doch eher in den Osten. Oh, hier keine. Ja. Keine kommt. So. Ja, falsche Taste. Aber hier ist es auch. Wo ist der Vater? Wo ist der Vater noch hingegangen? Ich war unterwegs und jetzt ist die Tür verschlossen. Ich komme nicht ins Haus. Ah, das ist scheiße. Wenn ich mich jetzt klein mache hier, was bringt mir das? Wenn ich mich hier klein mache. Ich komme hier ja nirgendwo weiter, ohne, keine Ahnung. Oh. Hier komme ich weiter. Aber, ich glaube, das wird mir auch nicht mehr bringen, weil ich kosten kann. Mein Netzteil. Das ist schon mal nicht schlecht. Okay, hier geht's auch nicht weiter. Vielleicht muss ich ja... Ich glaube, von hier aus komme ich da ja... Hier geht's ja auch nicht weiter. Okay, ich verstehe nicht, wie ich das jetzt hinkriege, ne, mit dem blöden Stein. Was ich probieren könnte... Ich kann mich ja quasi... Aber das bringt mir halt nichts. Kann ich ihn vielleicht... Ich glaube jetzt zwar nicht, aber ich versuche mal... den anzusaugen. Und wenn ich da eine Bombe hinlege...
hier kann mich ja zumindest vervielfachen. Warum werde ich denn nur zwei? So, zwei rein. Ah, okay. Ja, es ist schön, aber ich bräuchte halt mal jemanden, der diese Glücksfragmente eintauscht. Bisher habe ich keinen weiteren mehr gefunden. Was soll das denn? Noch ein Glücksfragment. Und noch ein Glücksfragment. Guten Tag, ich bin Poemon, Dichter von Hyrule. Du bist Link, nicht wahr? Ich bin viel gereist und habe dabei Gedichte geschrieben. Doch jetzt, da ich wieder nach Hause will, ist mir der Heimweg versperrt. Außerdem ist das hübsche Fragment, das ich unterwegs fand, verschwunden. Es ist furchtbar, vielleicht habe ich es im Hotel liegen lassen. Ich werde ein Gedicht über meine Trauer schreiben. Die Sterne stehen am Himmelsdach, so nah und doch so fern. Weg ist ein halbes Siegel, ach, ein ganzes hätte ich gern. Ja, ich hab zu viele Siegel. Kannst du gerne eins von mir haben? Irgendwie kommt es mir so vor, als wäre ein böse Macht im Schloss. Oder bilde ich mir das nur ein? Hey. Nanu, wer bist du? Du bist Vati. Wie bist du hergelangt? Ah, was tust du da? Ja! Es sind alle anwesend. Der König von Hyrule wird nun zu uns sprechen. Ihr alle wisst von dem Forst, das uns die Meinisch übertragen haben. Ja, genau. Grenzenlose Zauberkraft Forst. Auch goldenes Licht genannt. Ich will es haben. Es muss irgendwo in Hyrule sein. Ihr macht euch jetzt alle auf die Suche und sucht das Forst. Tönt nicht lange herum. Los, sucht das Forst. Wer sich weigert, wird mitsamt seiner Familie eingekerkert. Auf, durchsucht ganz Hyrule bis in seine letzten Winkel. Er wurde von Vati übernommen. Ich habe so ein komisches Gefühl. Hoffentlich geschieht nichts Schlimmes. Lass uns das Element suchen. Der Karte zufolge sind wir ganz nah dran. Vielleicht können wir das mit Hilfe des Aber jetzt können wir uns hier eine Abkürzung schaffen. Okay. Gut. Geheime Welt von Tabanta. Achtung, Pegasus-Stiefel nicht vergessen. Was ist, wenn ich die gerade nicht zur Hand habe? Das ist also die Welt von Tabanta. Was für ein feuchter, sumpfiger Ort. Aber dahinter finden wir das Element. Steh hier nicht rum, loslegen!
Das Problem ist, ich habe leider die Stiefel nicht. Gut, zu Fuß kann man den Sumpf offenbar nicht queren. Wir müssen uns etwas einfallen lassen. Ja, wir brauchen die Stiefel von irgendwoher. Danke, Kitty, dir auch noch einen guten Abend und bis zum nächsten Mal. Danke, dass du da warst. Jetzt auch nicht weiter. Ah, da kriegen wir bestimmt einen Hinweis, wo man die Pegasus-Stiefel herkriegt. Ich habe neben meinem Haus eine Bohne gepflanzt, aber sie wächst nicht. Das ist alles, was du mir zu erzählen hast? Ah, wir haben ja den Schuhmacher. Ja, ja, genau. Da war ja was. Aber was? Ohne sie wächst nicht neben dem Haus? Wo denn? Aber ja, ich weiß, ich muss zu dem Schuhmacher wieder. Da ist aber dann die Frage, wie ich dann die Schuhe bekomme. Einfach eingepennt. Ah, okay. Damit hat sich das erledigt, wie es gehen soll. Ah, bist du vielleicht Link, der Mensch für den Melter, das Schwert überarbeitet hat? Du bestreitest Abenteuer, um Zelda zu retten, nicht wahr? Voll siehst du aus. Ich würde auch gerne Abenteuer bestehen, aber ich muss Schlumm bei der Arbeit helfen. Du brauchst Pegasus-Stiefel, das trifft sich gut. Wir haben gerade ein paar fertig gemacht, als Schlumm schlief. Aber Schlumm muss den Schuhen noch den letzten Schliff geben. Entschlafen, mit dem Schlumm erst einmal eingeschlafen ist, macht er nicht mehr auf. Willst du ihn aufwecken? Sollst du zum Laden der Hexe Syrup gehen. Ihr Laden ist auf der Karte markiert. Okay. Okay, also. Sie haben Stiefel fertig. Aber jetzt muss ich noch zu der Hexe. Was für ein Hin und Her. Und wo zum Teufel kann ich jetzt endlich mal meine Glücksfragmente einlösen? Das ist alles so kompliziert. Okay. Au. Also ist auf jeden Fall hier im Philosia mal. Da komme ich aber auch nicht weiter. Das ist aber das Häuschen. Das ist aber hier oben. Dann bin ich hier eigentlich sowieso falsch. Aber ich komme ja gar nicht hoch grundsätzlich, oder? Ja, das ist halt scheiße.
Okay. Ich verstehe auch nicht, was das für Türen sind. Kann mich jetzt hier klein machen? Ja. Kommt dann da aber nicht durch. Ah. Okay, versuchen wir es nochmal. Ah, okay, das geht grundsätzlich gar nicht, weil wird dann. Okay. Bin mir nicht sicher, wie wir da hinkommen sollen. Ich kann ja nicht drüber springen. Hier gibt es auch keine Möglichkeit. Hier gibt es ja nur. Muss ich vielleicht von. Ja, weil von oben komme ich ja auch nicht hin. Irgendwie auch schon ganz. Wenn jetzt dann wegpilzt, dann wären wir wieder hellwach. Ja, ist. Ich weiß aber nicht, wie wir hinkommen sollen. Warte mal. Ah. Ah. Oh. Oh. Okay. Willkommen am Brunnen der Abenteurer. Ich brauche Rubine. Viele, viele Rubine. Wirf bitte all deine Rubine in den Brunnen. Spinnst du? Okay. Echt? Du weißt schon, dass du dann überhaupt keine Rubine mehr hast. Wirfst du all deine Rubine hinein? Bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Was ist das jetzt schon wieder hier? Warum? Da wird dir halt wieder nicht erzählt. Ja. Du bist aber lieb. Ich brauche gar keine Rubine, weil du so freundlich bist, möchte ich dir bei deinen Abenteuern helfen. Okay. Große Geldbörse erhalten, jetzt kannst du mehr Rubine tragen. Mögest du erfolgreich sein? Ja, das ist jetzt zwar ganz schön, aber hilft mir leider absolut nicht weiter. Weil jetzt bin ich auch nicht schlauer. Ich dachte, das wäre jetzt der Weg. Ich bestelle jeden Tag das Feld. Dabei habe ich ein Glücksfragment gefunden, Baby. Ja, ich habe viele davon.
ihr vielleicht mal eine Ahnung, wo ich das her, wo ich die einlösen kann? Da ist er ja wieder. Die Tür ist zu, der Schlüssel ist weg. Es gibt nur noch einen Schlüssel, aber der ist im Haus. Ach hey, wir wollen die Stadt London mitverkaufen. Warte mal. Vielleicht kann ich helfen. Nein, ich wollte mich nicht mehr vergrößern. Schlüssel zu London voll erhalten. Yeah. Kann ihn nicht selber benutzen. Ich darf ihn nicht selber benutzen. Werden Sie sich jetzt nicht fragen, wie ich an den Schlüssel gekommen bin? Oh, wahrhaftig, der Schlüssel zur Farm. Keine Ahnung, wie du ihn bekommen hast, aber egal. Vielen Dank. Bitte sag uns deinen Namen. Link? Aha, ein guter Name. Wenn du zum Hyliasee willst, kannst du gern durch unser Haus gehen. Oh, danke. Vielen Dank, Link. Komm bald wieder mal vorbei. Du hast uns vorher sehr geholfen. Zum Hyliasee geht's am schnellsten über die hintere Pforte unserer Farm. Ja, aber ich will eigentlich nicht zum Hyliasee. Ich will eigentlich eher zum... Hyliasee, Laden der Hexe Sirup. Da komme ich ja wieder nicht lang. Und da saufe ich hier schon wieder ab. Krieg ich vielleicht hier die Flossen oder so? Wow. Oh. Ah. Ja, aber jetzt bin ich halt... Mein Herrchen Aya kommt immer so spät nach Hause, Herr Winsel. Ah, wir können also quasi mit Tieren reden, wenn wir klein sind. Okay. Warte mal. Oh, ich glaube, geht's da unter dem Ding? Nein. Okay. Das hilft mir jetzt leider auch nicht weiter. Bräuchten. Ja, ich komme. Hier komme ich auch nicht weiter. Ja. Hm. Okay, ja, da wäre auch ein, da geht's eigentlich auch nicht weiter. Ja, und wie soll ich jetzt darüber kommen? Vielleicht. So.
ist jetzt eigentlich der einzige Weg, der mir einfallen würde, da noch rüber zu kommen. Ah. Okay. So machen wir das also. Aber wahrscheinlich braucht sie dann auch wieder irgendwas, damit sie den, damit ich den bekomme. Würde mich zumindest nicht wundern. Willkommen, na Appetit auf großmütig ins blaue Elixier. Ja, Elixier kaum getrunken, schon bist du fit. Nur zu probier mal. Guck mal, großmütig ins blaue Elixier, dann mach dich fit. Zum Mitnehmen in die Flasche. Eine Portion kostet 60 Rubine. Oh. Blaues Elixier, das gibt deine Energie wieder auf. Ja, ich wollte eigentlich... Wenn es alles ist, komm einfach wieder. Ich wollte eigentlich den Pilz. Ah, mein Kind, eine gute Wahl. Diese Antike gibt es nur jetzt. Damit wachst du auf der Stelle auf. Einmal riechen und du bist hellwach. Ein Wechselpilz für 60 Rubine. Ja. Und schon kann ich mir den, ein gutes Einkauf. Großmütig ins blaue Elixier ist auch zu empfehlen. Ja, habe ich schon. Es ist natürlich blöd gelaufen, weil ich dachte, ich könnte mir jetzt bald den Bumerang leisten. Das hat sich jetzt auch erledigt. Aber immerhin, wir haben jetzt den Pilz, das ist okay. Dann der Exil, Bürgermeister Hagers Haus am See. Ja, und ich weiß nicht, wie man so in den reinkommt. Egal. Wir haben das Sirup. Oh. Herz erhalten! Oh! Und das war das vierte Stück. Sehr schön. Aua. So, jetzt bringen wir das noch zu dem Typen. Abkürzung. Sehr schön. Oha, dieser Geruch, der durch und durch geht, der Duft des Weckpilzes. Hast du mich geweckt? Danke, ich habe hier nämlich noch einiges zu tun. Hä? Nanu, was ist denn das? Es sind ja schon wieder neue Schuhe fertig. Ich habe nämlich die Angewohnheit, im Schlaf Schuhe herzustellen. Du bist hier, weil du unbedingt Schuhe von mir haben willst, oder? Ich schenke diese Schuhe, weil du mich geweckt hast. Einen Moment, sie sind gleich fertig. Das wäre fertig. So, bitteschön. Schlumpfs, explosive Pegasus-Stiefel. So leicht, dass du rennst, wie der Wind. Pegasus-Stiefel halten. Halte den Knopf gedrückt, um zu rennen, wie der Wind. Ah, ich muss schnellstens die Schuhe für Zelda fertigstellen, die der König bestellt hat. Vielen Dank, dass du mich geweckt hast. Komm wieder, wenn du Probleme mit deinen Schuhen hast. Jawohl. Und damit können wir über den Sumpf. Gleiten. So, aber hier machen wir jetzt für heute Schluss. Sind wir ja doch nochmal gut weitergekommen. Haben einen Tempel geschafft und ein bisschen mehr. Das ist doch ganz okay. Ganz okay ist das. Na? Na? Will denn der gute... Nein, will er nicht. Jetzt schon? Nein, immer noch nicht. Was ist los? Was ist los, Seite? Mach deine Arbeit, Seite.
Geht doch. Ja, morgen haben wir God of War Ascension. Außerdem, ich habe ja vorhin bei Wolos 2 Deluxe gesagt, ich weiß noch nicht, ob wir weitermachen oder nicht. Ich überlasse das einfach euch und ihr dürft auf meinem Discord abstimmen, ob wir Wolos 2 weitermachen oder Cannon Fodder spielen. Aktuell steht 3 zu 1 für Cannon Fodder. Ansonsten haben wir noch die Abstimmungen für Mass Effect und welche God of War Version von 2018 wir spielen sollen. Da dürft ihr natürlich auch gerne weiterhin abstimmen. Ja. Genau. Und ansonsten. Ja, wie gesagt, morgen schon früher, weil ich morgen zwangsweise auch frei nehmen muss, wird es wahrscheinlich dann schon ab 17 Uhr oder so losgehen mit God of War. Aber auf jeden Fall kommt der Stream morgen. Das auf jeden Fall. Am Donnerstag haben wir. Oh, da ist noch der alte, da ist noch das alte Bild drin. Das geht ja mal gar nicht. Das werde ich gleich mal aktualisieren hier. Auf die neueste Version. So, jetzt passt schon viel besser. Also, morgen God of War Ascension, wahrscheinlich schon ab 17 Uhr. Special Time. Donnerstag haben wir Persona 5 Royal. Am Freitag nochmal The Legend of Zelda: The Minish Cap. Und am Samstag fangen wir mit Mass Effect 1 bei der Mass Effect Legendary Edition an. Den Userwunsch von Dooseplay. Und am Sonntag haben wir wie immer den Sonntagswunsch, der dann am Freitag da dann auch wieder die Umfrage gestartet wird auf meinem Discord-Channel. Ja, genau. Dann würde ich mal sagen, wieder vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann hoffentlich in einem meiner nächsten Streams oder einem anderen YouTube-Video wieder. Und bis dahin wünsche ich euch dann noch einen schönen Abend. Und später eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.